Willkommen zurück bei Jurassic World Evolution 2 und das hier ist die Chaos-Theorie in unserem Jurassic Park. Und ja, wir sind fleißig dabei. 84% der Aufgabe, die wir hier zu erfüllen haben, haben wir bereits erfüllt. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, irgendwo liegt hier ein toter Saurier. Da möchte ich doch mal ganz kurz schauen, wo er ist und warum er da liegt. Ja, schauen wir mal. Also, an Altersschwäche gestorben. Da können wir nichts dran machen. Der wird dann dementsprechend einfach abtransportiert. Und irgendwo... Ah ja, da. Haben wir noch einen Dinosaurier, wollte ich gerade sagen, der... leider Gottes... eine Gehirnerschütterung von einem... Zweikampf, wenn ich mich richtig erinnere, davongetragen hat. Und ja, den müssen wir jetzt, vermute ich mal, in die Krankenstation bringen. So, und dann schauen wir auch gleich mal, wer den denn behandeln kann. Und das wäre dann er hier für 71.000. Und dann schauen wir natürlich auch gleich nochmal unser Wissenschaftszentrum rein, lassen Sanueza sich ausruhen. Und ja, Bray, müssen wir noch nichts tun. Das passt soweit. Ja, also die nächste Aufgabe, die wir eigentlich vor uns haben, ist das Genom des T-Rex weiter auszubauen. Wir haben hier tatsächlich, ach guck, wir sind schon bei 95% angekommen. Das heißt, wenn wir den jetzt hier nehmen für 50.000, dann ist der T-Rex, das Genom, zu 100% fertig. Und da würde ich sagen, Alvarez, auf geht's. Das kann sie mal machen. Noch ein toter Saurier. Warum denn nur? Ach da. Wer ist jetzt gestorben? Ein... oh, Parasaurolophus. Ja gut, dann wird auch der entfernt werden. Und dann schauen wir nochmal in die Brutstätte rein. Allein, um nochmal zu gucken, wie viel wir denn von wem oder von was alles haben. Kommt Sargnotus, haben wir 18. Die Lophosaurier 7, sind sogar ein bisschen zu viele. Dryosaurier nur noch 7. Da könnten wir tatsächlich nochmal ein paar nachproduzieren. Von denen haben wir 6, das ist gut. Triceratops, da würden wir im Zweifel auch noch ein paar brauchen. Strutiomimus sind auch nur 10. Ja. Siehste, der Parasaurolophus, der könnte eigentlich ein bisschen mehr vertragen, ne? Ja, Personal ist aber beschäftigt, können wir jetzt also gerade eh nicht machen. Und beim Tyrannosaurus sind wir gleich dabei. Wow, guck mal, der kostet 982.000, ohne dass wir ihn modifiziert hätten. Ja, aber Personal ist eh beschäftigt. Wir können gerade nichts anderes tun. Schauen wir mal, womit die beschäftigt sind. Nämlich zum einen der Erforschung des schweren Zauns mit Ausruhen und mit Fossilien. Ja, aber wir können ja mal gucken, ob wir hier hinten in den Bereich unserer Apatosaurier gehen. Um mal zu gucken, was unsere kleinen fleischfressenden Saurier so machen. Na, da laufen sie hier vorne und da läuft einer. Süß. Oh, fehlender Sand. Jetzt hört er aber auf. Ich habe doch hier extra Sand hingelegt. So, gucken wir mal rein. Den fehlt ein bisschen Sand. Dann wollen wir das doch nochmal ein bisschen bearbeiten, indem wir hier Sand einfach dazufügen. Und schon sind sie happy. Ja, jetzt haben wir viel Sand, jetzt dürften sie happier sein. Und die hier, Statusprüfung läuft ab, sind aber noch zu 100% zufrieden. So, jetzt bin ich gespannt. Also, neues Genom, Tyrannosaurus Rex ist fertig. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also, im Grunde genommen haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen das Gehege hier hinten hin,
mit dem T-Rex. Dafür brauche ich natürlich auch den höheren, den besseren Zaun. Und wir brauchen da natürlich auch noch ein bisschen Money, wie ich immer so gern sage. Derzeit sieht es ja ganz gut aus. Ausgaben versus Einnahmen. Ein Gewinn von $323.000 pro Minute. Das ist sehr in Ordnung, so möchte ich es mal nennen. Ja, im Übrigen habe ich jetzt auch nochmal an den Grafikeinstellungen ein bisschen rumgeschraubt. Ich hoffe, dass diese Schlierenbildung jetzt weg ist, die ja vorher manchmal da gewesen ist, wo die Hubschrauber hier so Schlieren hinterhergezogen haben. Aber wir werden sehen. Und im Grunde genommen möchte ich natürlich auch noch weitere Saurier erforschen. Und wir haben ja hier auch noch ein paar von den Pflanzenfressern, die wir dazu holen können. Hier, Styracosaurus. Verrückte Geschichte. Guck mal, da kommen gleich zwei raus. Diplodocus und Camarasaurus. Apatosaurier haben wir schon, ja. Und noch mehr Fleischfresser. Ja, da ist dann die Frage, mit wem packen wir denn den T-Rex zusammen? Wen mag denn der T-Rex? Das müssen wir dann mal sehen. Aber hier war doch gerade eine Station, wo wir gleich zwei Camarasaurus und Diplodocus erforschen können. Dann nehmen wir die günstigere Expedition und die schnelle Expedition. 273.000, das können wir uns leisten. Und dann ist das auch alles gut. Nichtsdestotrotz gucken wir auch nochmal in die Erforschung des Ganzen rein. Bei Genomen sind wir hier fast fertig. Dürretoleranz. Härte der Zähne und Klauen. Das ist so auch das ein oder andere, was stark betrifft dann, beziehungsweise was ganz gut sein könnte. Das sind Hautfarben, ja, die brauchen wir eher nicht. Und hier würde ich eigentlich ganz gerne nochmal reingucken. Bei den Pflanzenfressern. Da. Der Sauropode 3. Das sind die ganz großen. Kostet 2 Millionen. 2 Millionen ist schon doll. Das ist schon richtig viel, ne? Aber wollen wir das mal machen? Na gut, Alvarez muss erstmal sich ausruhen. Das machen wir dann mal anders. Was haben wir hier? Gepanzerte Pflanzenfresser. Da könnten wir so einen noch dazu holen. Der kostet nur 100.000. Das könnten wir ja mal machen. Was brauchen wir da? 2, 1 und 4. Das heißt, Juck kann das doch auch alleine. Prima. Dann macht das Juck jetzt. Und wir gucken nochmal in Zwischenwissenschaftlerzentrum und werden Alvarez eine kleine Pause geben. Genauso wie den beiden, wenn sie dann wieder da sind. So, hier wird ja gerade dran rumgedoktert. Das heißt, die sind jetzt auch fertig. Hier Transport, ab geht's. Zurück in den, ins Gehege. Ja, und da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir am Ball bleiben. Und hier unten können wir ja auch noch bauen. Ist schon die Frage, wollen wir den T-Rex eher da hinten hinsetzen? Oder lieber hier, wo wir ja schon was haben? Die Frage ist auch, wie groß muss das Gehege vom T-Rex sein? Und wie viel Wasser braucht er? Oder können wir den eher hier hinstellen? Ich würde den T-Rex, soweit es geht, nach hinten packen. Damit hier auch im Zweifel, falls er mal ausbrechen sollte, die Menschen Zeit haben zu flüchten. Ja, schön. Aber auch das wird wieder Schweine viel Geld kosten. Das eine Mal ist mir das gar nicht aufgefallen. Das habe ich dann erst beim Bearbeiten des Videos gesehen. Da habe ich hier so einen See trocken gelegt. Das war auch hier vorne, das Gehege. Das hat ja super viel Geld gekostet. So, das kostet 200.000. 9 und 2. Gucken wir mal rein. Der Juck und der Sanueza. Und dann kommen wir auch da weiter. Und dann können die da forschen. Das ist gut so. Ja.
Ja, doch, doch. Also, ich glaube, die sind alle happy. Unsere Kleinen mittlerweile ja auch. Niedrige Gesundheit. Wer ist der Schelm? Aha. Warum? Produkt transportiert. Hat er mit irgendwem gekämpft? Ach, der hat keine Nahrung. Ja, ist das Gehege zu groß für ihn? Weil Nahrung gibt's doch hier. Du musst doch nur da essen gehen. Siehst du, und schon kommt neue Nahrung. Ein neuer Fleischhaufen. Und da kommt er. Und jetzt dürfte er doch auch gleich mal zubeißen. Komm, Junge, lass es dir schmecken. Ja, siehst du. Und schon wird's besser. Ja, vielleicht müssen wir da hinten in dem Bereich auch noch irgendwo eine Futterstation hinbauen, aber eigentlich haben wir ja hier eine, ne? Lebendfutterstation wollen wir auf keinen Fall. So, Stegosaurit, da können wir auch dran weiterarbeiten. Das kostet dann schon wieder 500.000. So, und da brauchen wir 12 für. Aber Juck muss jetzt sich auch erstmal ausruhen. Ja, dieses ständige Ausruhen. Na gut, wer will es ihnen verdenken? Man kann ja auch nicht nur arbeiten, man muss ja auch mal ein bisschen pausieren. So, Juck. Ausruhen. Bray ausruhen. Und Enem ausruhen. Jo, dann passt das doch eigentlich ganz gut. Hier können wir jetzt mal reingucken. Also, da haben wir doch einen Diplodokus. Ein großer. Langhals. Dann, ach, guck mal, noch ein anderer. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Ja, finde ich super. Mit welchem fangen wir denn an? Mit dem. Ich würde sagen, mit dem hier, ne? Diplodokus. Ich glaube, so einen hatte ich früher auch mal als Kind, Saurierfigur oder wie auch immer man das nannte. Doch, dann kommt die noch mit dazu und die noch mit dazu und dann haben wir auch schon den Preis wieder raus. Wer macht das? Sanuesa. Ja, also 9 Millionen auf dem Konto und dann können wir uns nämlich jetzt langsam mal überlegen, wo wir denn das hinbauen wollen. Da gucke ich mal rein, ganz kurz beim. Wo ist es denn? Unsere Brutstätte. Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gucken wir mal rein beim Tyrannosaurus Rex. Ist ungesellig. Das ist schon mal schlecht. Und wen mag er denn? Er mag Wald. Offenes Gelände 54%. Sand und Wasser nur ein bisschen. Er mag den Compsognathus. Das sind die kleinen, die wir haben, oder? Jo, davon können wir noch ein paar da reinsetzen. Und er mag nicht andere Fleischfresser. Aber er mag wahrscheinlich dann ganz viele andere Tiere, die er fressen kann. So, Genom modifizieren. Jetzt waren wir bei 982.000 oder sowas, was er kostet. Da steht es nochmal. Und jetzt können wir hier mal reingucken. Sozial. Er ist äußerst ungesellig. Das glaube ich wohl. Toleranz. Chance auf Eigenschaftsbeeinflussung. Ja. Intolerant. Des großen Tümmlers. Gedeihen, wenn er so ein Alpha ist, erhöht dieses die genetische Modifikation der Überlappung. Aber die werden ja in der Regel auch alleine gehalten, ne? Dann sind die Wahrscheinlichkeit so. 8 Modifikationen können wir da anwenden.
Wir wollen auf jeden Fall, dass die Lebenserwartung steigt und dass die Belastbarkeit steigt. Tolerant. Was ist tolerant? Ungesellig. Ja, nehmen wir mal einen weg. Ja, aber er ist ja eh ein Einzelgänger. Eigentlich brauchen wir das nicht, ne? So, zwei Modifikationen haben wir noch. Gesundheit, kleiner Hunger. Ja. Und was haben wir hier? Ergebenheit. Bescheiden. Und die Umweltbedürfnisse. Ja. Gut, machen wir das nochmal so. Was haben wir denn hier? Können wir hier noch irgendwo farblich was ändern? No, T-Rex 1993. Dann nehmen wir die und jetzt kostet er 1,374 Millionen Euro. Speichern. So, jetzt machen wir aber erst nochmal ein paar von den hier. Ja. Gucken wir auch nochmal rein. Genom modifizieren. Das dürften wir eigentlich schon gemacht haben. Nein, haben wir noch nicht gemacht. Der, ja, für irgendwas haben die doch immer. Dürretoleranz. Von mir aus. So. 2, 8, 9. Dann müssen wir beide nehmen. Und dann können die das jetzt nochmal fix erforschen. Da habe ich aber gerade was gesehen. Achso, das wäre dann für das nächste. Und hier können wir nochmal reingucken, was denn der Onkel T-Rex jetzt sozusagen hat. Allosaurus, ja, er hat auch kräftige Vorderbeine, Arme, wie auch immer man das nennen möchte. Megalosaurus. Ja, die möchte ich auch nicht in echt sehen. Ja, aber auch der T-Rex ist jetzt hier wieder nicht drin, obwohl wir ihn ja gerade eigentlich freigeschaltet haben. Naja, egal. Im Grunde genommen läuft der Park jetzt erstmal. Wir haben hier immer noch natürlich ein bisschen Minus. Und da müssen wir auch gucken, hier haben wir doch jetzt zumindest zwei Tierarten drin. Genau, da haben wir nämlich die Europlocephalus. Lucephali wahrscheinlich, wenn man Latein nicht täuscht. Und die Dryosaurier. Ja, aber wir warten jetzt erstmal drauf, dass die Wissenschaftler hier fertig werden mit ihrer Pause. Ich lasse das Ganze mal ein bisschen schneller durchlaufen. Und ja, in der Zeit dürften wir hoffentlich auch noch ein bisschen Gewinn generieren. Ja, kommt auf jeden Fall immer ein Ticken was obendrauf. Nicht ganz so viel, wie ich mir gerade wünschen würde. 330.000 pro Minute. Ja. Ja, aber das wird gleich nochmal richtig teuer. So, Jurassic Park. Synthetisiere den folgenden Saurier, brüte ihn aus und lass ihn frei. Den Tyrannosaurus Rex. Ja, wüste Hautfarbe. Es interessiert jetzt erstmal nicht, ne? Oh, falscher Knopf. Ja, jetzt können wir mal gucken oder überlegen, ob wir hier den Parasaurolophus erstmal weiter ausbrüten wollen. Um hier nochmal ein paar mehr an den Start zu bringen. Ja, dann nehmen wir mal sie. Aufgabe starten und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Zusätzlich würde ich ganz gerne bei den Dryosauriern noch ein paar schaffen. Weil da ja ein paar draufgegangen sind. Können wir noch beim Gen irgendwas modifizieren? Ja, zwei Modifikationen haben wir noch. Das heißt, hier
Verteidigung, ja, das braucht er ja eigentlich nicht, ne? Gegen wen sollte er sich hier verteidigen? Da ist doch das hier, Belastbarkeit, Appetit, Durst. Ja, das ist, glaube ich, nicht so. Sozial, das wäre vielleicht noch etwas, was wir mit hinzufügen können. Und Geselligkeit, von mir aus, was ist das? Toleranz. Toleranz packen wir noch mit dazu. Speichern und anwenden. Wissenschaftler zuweisen. Und der braucht halt 5. Und dann nehmen wir Juck. Und Juck wird das schon machen. Und jetzt bin ich gespannt, was bei den Parasaurolophus-Sauriern rauskommt. Eier auswählen. Aha, zumindest 2 sind schon mal gut. So, durstig, Gesundheitsverlust, das ist nicht so gut. Das ist genau das gleiche. Und hier haben wir sozial, aber ist trotzdem Dominanz. Tolerant, jo, ist auch gut. Durstig, Stoffwechselrate, ja, das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut. Nehmen wir den trotzdem. Wir könnten es ja mal ausprobieren. So, Wissenschaftler zuweisen. Was brauchen wir? 5-mal das. Schneller Brutvorgang. Machbar. Jo, und danach geht der quasi erstmal in die Erholung, nachdem er hier die Jungs ausgebrütet hat. Wir haben ja bestimmt noch einen anderen, der in der Lage ist. Oh, was ist denn hier? Ja, Verteidigung. Aber das Gute ist, die müssen sich ja nicht verteidigen. So, das sind jetzt 6. Also, da haben wir schon mal den. Dann nehmen wir noch den mit dazu. Den können wir noch mit dazu nehmen. Da, lange Lebenserwartung nehmen wir auch mit dazu. Und den nehmen wir auch mit dazu. So, was mit ihm jetzt? Also, wir haben 7. Es würden 5 dazukommen. Ach, komm. Kostet ja nichts, die Kleinen. So, jetzt brauchen wir einen 5er. Oder wir nehmen einen 3er und einen 2er und kommen auch. Ne, brauchen wir gar nicht. Ein 3er reicht aus. 150.000. Auf geht's. So, und wenn das jetzt gleich weitergeht, können wir schon mal überlegen, ob wir hier hinten möglicherweise die Umgebung schon mal anpassen wollen. Ja, das habe ich auch eingestellt, dass man jetzt hier das Relief immer sieht, drumherum. Und hier müssten wir uns mal um das Wasser kümmern und diesen See trockenlegen. Jetzt gucken wir mal. Ich drücke mal auf Pause. 9.611.000. Okay, das war sogar noch relativ günstig, möchte ich meinen. Na, aber das müssen wir halt austrocknen. Hilft alles nichts. Also, das war sogar noch relativ günstig. Und diesmal, ich baue ja immer so dicht am Rand hier, ne? Diesmal will ich wirklich erst diese Teile hier bauen. Und nicht anschalten, sondern erstmal nur bauen. Und dann möchte ich gucken, dass wir damit auch hinkommen. Also, dass wir genügend Platz haben. Jetzt verfügbar. Hier haben wir den 5er-Zaun. Das ist der schwere. Den brauchen wir hier auch. Ja. Wir können ja jetzt mal die mit Strom quasi anfangen. Aber ich vermute, wir brauchen eh noch ein kleines Kraftwerk, ne? Ungenutzter Strom 22. Und da die ja mittlerweile alle miteinander verbunden sind, da 17. Ja, das wird aber trotzdem nicht reichen, um hier alles. Ungenutzter Strom keiner. Und hier hinten müsste auch noch ein Kraftwerk sein. Ungenutzter Strom 2. Die Frage ist, wollen wir hier möglicherweise gleich noch ein zweites Kraftwerk hinbauen? Ich würde es fast bejahen.
Ja, ein großes haben wir nicht. Müssen wir erst erforschen. Möchte ich doch sagen, dass wir hier vorne direkt schon mal ein zweites Kraftwerk hinbauen. Ach, guck mal, hier hast du die Schlieren doch wieder. Da muss ich da auch nochmal in die Einstellung reingucken. Ist aber immer nur, wenn es dunkel ist, habe ich das Gefühl. So, und dann hätten wir gerne... Ja, das hätten wir ganz gerne. Wobei, der muss natürlich auch hier... den Strom erstmal liefern, der Bursche. Und theoretisch können wir den ja hiermit anschließen, wenn mich nicht alles täuscht. Achso, jetzt brauchen wir noch einen Weg. Wie konnte ich den vergessen? Und jetzt den breiten Weg. Ja, schmale dürfte ja auch ausreichen. Machen wir es mal so. Dann ist der sogar schon da dran. Und wird jetzt unseren Gewinn ein bisschen schmälern. Während wir mal gucken, was mit unseren Sauriern hier ist. Wo ist die Brutstätte da vorne? Da ist sie. So, bereit zum Freilassen. Per Airlift bitte. Kommt hier rein. Und da rein. Drei Stück. Dann freuen sich die anderen und wir können hier hinten schon mal weitermachen. Denn versperrt durch Mast. Also kommt. Okay, wir brauchen also einen eigenen Mast, damit wir den Mast mit dem anderen Mast verbinden können. Das ist ja super. Vielen Dank für diesen Trick. Aber wir machen das. So, und dann stellen wir den Mast mal hier hin und verbinden den Mast jetzt mit dem Mast und dann ist alles gut. Ja, jetzt habe ich auch vergessen, was ich da drüben sagen wollte. Achso, der muss erstmal darüber gebracht werden, damit er happy ist mit den anderen. Und wenn das fertig ist, dann kommen die anderen raus und derweilen können wir hier weiterbauen. Passen aber auf, dass wir nicht zu sehr jetzt in die Vollen gehen, denn die Betriebskosten sind zum Schluss diejenigen, die uns hier in den Ruin treiben. Deswegen machen wir auch das hier erst nochmal aus. Brauchen wir nämlich derzeit gar nicht. Und jetzt würde ich hier eigentlich erstmal ganz kurz auf Pause drücken. Und jetzt mal gucken, wo dieses Verstärker-Umspannwerk ist. Das bauen wir jetzt... so, hier hin. Das ist ungefähr passt. Ja, so. So, da ist die Linie schon da weg. Muss ja immer überlappend sein. Sonst klappt das ja nicht. Na komm. Wert blau. Wert blau. Ja, und das ist so die Frage, kann man das Ding denn auch hier reinbauen eigentlich, also in so ein Gehege? Ich hätte ja fast gesagt, ja, da, das geht in jedem Fall. Auf jeden Fall passt es dahin. Ja, und das lassen wir jetzt mal fix aufbauen. Und schalten die Teile dann natürlich auch direkt wieder aus, wenn es dann soweit ist. Ah, kein Strom. Ja, das ist in Ordnung. Deaktivieren. Das machen wir hier auch. Solange wir die noch nicht brauchen, deaktivieren wir sie.
Keine Ahnung, ob das jetzt korrekt ist oder nicht. Ich mache es erstmal. In der Hoffnung, dass die mich nichts kosten werden. Ja, und dann geht das hier auch weiter mit dem Bau des Geheges an sich. Ich glaube, ich werde hier keine Parktour durchmachen. Aber jetzt können wir hier vorne auch die anderen rausholen. Denke ich zumindest, genau. Und freilassen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Hole Produkt ab. Sammle Produkt ein. Und dann ist das auch durch. Ja, und dann setzen wir in der nächsten Folge fort mit dem Bau des Geheges für den T-Rex, welches wir ganz besonders gut bauen wollen und natürlich auch ganz besonders gut sichern wollen. Ja, da denke ich nochmal ein bisschen drüber nach, wie wir das machen. In jedem Fall brauchen wir hier eine ganze Menge an Attraktionen, weil da wollen ganz viele Leute mit Sicherheit zugucken. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch so ein Hotel irgendwie hinbauen und auf der anderen Seite möglicherweise noch einen weiteren Anteil eines Geheges hier reinbauen. Also hier so in der Mitte, hotelmäßig. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Jo, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Gerne natürlich auch, wie immer, eure Kommentare. Und ja, dann bin ich auch gespannt, wie das in den nächsten Episoden weitergeht. Hab nämlich schon mal reingeschaut. Man kann ja auch im Sandbox-Modus spielen. Dazu muss man hier aber alles erstmal freischalten. Na, also müssen wir noch ein bisschen ran. Vor allem bin ich auch auf Jurassic World natürlich gespannt und die Lagune, ne? Und den riesigen Krokodilfisch-Saurier oder was auch immer das war. Jo, also Daumen da lassen, Abo, falls ihr noch keins habt und gerne natürlich eure Kommentare. Bis dahin, bleibt gesund, macht gut, ciao, ciao und bye bye.